Papa l'americano. Hallo liebe Hörer, liebe Fans von Ron FM. Ja, mein Name ist Patrick und ich bin hier mal in Bild und Ton zu sehen. Und das hat einen Grund, und zwar, dass wir eine nette Folge Silly Something produzieren. Silly Something ist etwas Abgefahrenes, etwas Verrücktes tun und es für den guten Zweck machen, nämlich für Ron FM. Und da dachte ich mir, machst du mal was, was sonst keiner gemacht hat bis jetzt. Fährst du mal einfach mit einem Auto in den Drive-In eines Fastfood-Restaurants. Ja, ein Silly Something wäre natürlich kein Silly Something, wenn es nicht silly wäre. Und deswegen fahre ich natürlich nicht mit einem normalen Auto rein, sondern mit einem handelsüblichen Bobbycar mit freundlicher Unterstützung vom Spielzeugparadies Spandau. Ja, und mal sehen, wie die Reaktionen sind. Ich meine, macht ja nicht jeder täglich, ne? Schauen wir mal. Löst mich aus. Hallo, schönen guten Tag. Ich hätte gerne 2 Cheeseburger, eine kleine Coke und eine kleine Pommes dazu noch. Darf sonst noch was sein? Nein, das ist alles. Was fahren Sie bitte vor? Zum ersten oder zum zweiten Fenster? Ja, bitte. Alles klar, wunderbar. Danke. Alles klar, danke. Danke gleichfalls. Das hat doch geklappt, oder? In meinem... Warum auch nicht? Ist ja schließlich ein Auto. Falls ihr Ideen habt für ein Silly Something, schreibt uns an www.ronfm.de, zum Beispiel an die E-Mail-Adresse management@ronfm.de. Oder lasst es uns wissen, schreibt uns in die Gruß- und Wunschbox auf ronfm.de, denn wir sind ja eigentlich rund um die Uhr am Senden für euch mit der besten Musik und allem drum und dran. Mann, ist das anstrengend. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und einschalten sonntagsabends 20 Uhr bis 22 Uhr auf Ron FM Silly Sunday mit mir, Patrick. Und in diesem Sinne, macht's gut. Papa l'Americano.